So, also heute der 20. März 2022, natürlich wieder Penisch, heute ist Sonntag und ja, es sind auf jeden Fall immer weniger heute, weil etliche auch in Dresden waren und das natürlich auf der Zeitschiene nicht ganz hingekommen haben, hier noch mit aufzutauchen. Ich in meiner Person muss dazu sagen, ich habe mich gestern, also Freitag, Samstag und heute eigentlich ein bisschen zurückgenommen, weil ich etliche private Sachen hatte und Arbeit ohne Ende bei mir in der Werkstatt. Und morgen früh geht es wieder um 4.45 Uhr raus und da geht es wieder arbeiten. Und wie gesagt, nützt alles nichts, irgendwo muss man die Brötchen verdienen. Ich hatte ja schon einmal 1,5 bis 2 Jahre, weil ich gedacht habe, das kippt schon eher mal, habe ich dann schon mal um einiges mal ein bisschen kürzer getreten und leider hat es nicht gereicht und jetzt muss ich aber wieder und das nützt alles nichts. So, also das nochmal zu meiner Person nochmal, aber trotzdem lässt sich sehen, hier in Penisch wieder sehr schön, super. Wunderbares Wetter heute, sehr schön, ihr seht es, blauer Himmel. So, also das ist Penisch wieder heute und ihr hört, die Musikinstrumente haben die Leute natürlich mitgebracht, sehr schön. Und natürlich ein paar Fahnen, die dürfen natürlich auch teilweise nicht fehlen, die Fahne mit einer roten Linie. Natürlich auch. Und dein Freund und Helfer in Blau-Weiß bzw. Blau-Silbern sind 2 Transporter da. Ich habe auch gar niemanden gesehen. Hat mich jetzt super unterhalten mit ein paar Leuten. Und ja, hatte ich schon gesagt, Mensch, ich habe noch gar keine Polizei gesehen. Und da sagt er, dreh dich mal rum. Hat mich umgedreht. Da waren 2 Polizeiautos, also 2 Transporter. Ja, hinter uns, aber ganz friedlich, alles gut. Super. Ja, also wir haben wirklich gute Chancen, hier spazieren gehen als olympiadische Disziplin mit durchzubekommen. Das wäre natürlich sehr schön. Und die Leute, die sind natürlich auch durchtrainiert. Wie hier geht es ja ständig in Penisch den Berg hoch. Und ja, Wohngebiet wie heute. Die Dächer werden natürlich jetzt ein bisschen heller. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Und ja, da sieht man natürlich doch ein bisschen mehr von den Häusern und von den Vorgärten. Hat auch seine Vor- und Nachteile. So, also wieder schöne Gespräche geführt, wunderbar, einwandfrei. Also das ist richtig schön, wenn man da hierher kommt und mit gleichgesinnten Leuten redet, die das genauso sehen und das genauso eine Betroffenheit macht, was hier in dieser Zeit, in diesem Land, mit dieser Politik alles so für Schaden angerichtet wird und den Menschen aufgebürdet wird, das ist schon eine Schande. Und es ist immer schön, wenn jemand noch da noch ein paar andere Argumente und das noch weiß und erzählt, das ist immer eine feine Sache, super. So, also hier oben ein silber oder blau-silbernes Fahrzeug, verdächtig gute Jobs. Heute wieder in Penisch. Jetzt wird es auch ein bisschen schneller dunkel. Ja, also, aber man hat es auf jeden Fall, wenn es losgeht, hat man den Vorteil, dass natürlich fast die Sonne noch scheint. Und die geht nur langsam unter. Mal sehen, ob wir so ein Bild sehen. Ne, da sind wir zu tief jetzt im Tal, dass wir den Sonnenuntergang noch sehen können. Ja, also, Wahnsinn. Ne, etliche Leute, die hier wieder auf den Weg, auf den Gehweg auf der Straße sind, mehr oder weniger, und einfach mal spazieren gehen.
Ja, also super. Penis wieder. Ja, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, ich hatte mich ein bisschen zurückgelehnt, habe zu Hause viel Arbeit gehabt und deswegen habe ich mich am Freitag rausgenommen, am Samstag und heute Abend bin ich eben wieder nach Penisch. So, also wunderbar hier, das sind natürlich die letzten Leute und es geht natürlich wieder vorne links weg. Ja, also heute war ja auch in Dresden was Großes los und muss dazu sagen, jetzt hatte ich schon mit zweien geredet, die in Dresden waren und dann einer im Auto, der jetzt sein Auto irgendwo abgestellt hat und kommt jetzt auch noch mit zum Spazieren und mal sehen, was es in Dresden Neues gegeben hat. Ja, also hier war das mal das Blaulicht angemacht, hier in Penisch. Aber das hat damit zu tun, dass die Leute aufmerksam, also da normale Verkehr aufmerksam gemacht werden soll. Weil jetzt hier, grüß dich, hallo, dass die Leute jetzt die Straße überqueren. So, also der Spaziergang immer noch. Jetzt haben wir natürlich hier. Dort habe ich schon drei oder viermal sogar mein Brückengespräch gemacht, da drüben. Und das ist die Zwickauer Mulde hier, einwandfrei. Da ist hier vorne ein Wehr, das ist ein bisschen angestaut. Deswegen ist es hier sehr ruhig, das Wasser. Aber das ist eine Augenweide, super. Und da hinten ist die Sonne untergegangen. Also das gehört natürlich auch mit zum Spaziergang, dass man sieht, was in der Natur und hier so nebenbei mit passiert. Und super, ja, dass ich das heute auch noch sehen konnte und auch die Leute, die hier mit spazieren gegangen sind, auch eine super Runde heute, muss ich sagen. Klasse. Ja, also letztens war auch schön, da sind wir ja an der Tankstelle vorbei. Also ich dachte mal, der Verkäufer dort, der am Tresen stand, der wird Schweißbahn auf der Stirn gehabt haben, weil er gedacht hat, oh, wenn die jetzt alle eine Bockwurst haben, das langt hinten und vorne nicht. Aber er war ganz gelassen und er musste keine Bockwurst verkaufen. Aber die Aktion war auch gut mit dieser Tankstelle. Aber heute seht ihr hier die Zwickauer Mulde hier, sehr schön. Hier ist ein bisschen angestaut, hier sieht man das. Von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja, also hier fließt es ein bisschen schneller. Und dann gibt es noch von der anderen Seite vom Wehr noch eine kleine Fortsetzung vom Video. So, also das ist jetzt die andere Seite von dem Wehr. Und hier ist die Umgehung vom Wasser, wo dann natürlich auch Fische auch zurück machen können. Ja, also super. Und jetzt sind wir schon fast wieder auf. Schon fast auf dem Markt wieder. Also dein Freund und Helfer hier wieder hat uns natürlich beschützt. Da fühlt man sich ja natürlich viel sicherer hier in Penisch. Ja, also so, also ein sehr schöner Spaziergang bei frischer Luft. Und das Wetter natürlich einfach super, einfach super. Und ich habe es heute nicht mehr geschafft, vorne an die Spitze zu kommen. Ich habe mich jetzt auch wieder eine ganze Weile unterhalten. Aber das Wichtigste ist drauf auf dem Video. Und ich gehe mal davon aus, wenn das nicht allzu lang ist, werden es vielleicht noch ein paar Leute mehr anschauen. Und das ist auch nicht schlecht, weil die Leute haben, ich sehe es bei mir, nicht die große Zeit, dass die Videos anschauen können, die natürlich über Stunden gehen. Und mal sehen, morgen werde ich in Chemnitz sein. Mal sehen, vielleicht mache ich einen Livestream, vielleicht auch nicht. Mal sehen, ich muss, wie gesagt, ihr werdet sehen, ich werde sehen, das müssen wir noch überlegen. Ich habe morgen auch wieder anderweitig Stress und ja. So.
So, also der Spaziergang geht natürlich hier wieder auf dem Ausgangspunkt zurück. Und das ist natürlich auch schön, da werden wieder ein paar Leute noch ein bisschen reden, sich ein bisschen unterhalten. Und die Leute werden dann alle nach Hause gehen und haben natürlich eure Wanderpflicht getätigt. Ja, also, super Sache heute wieder hier aus Penisch. So, also, super Spaziergang heute in Penisch. Macht schön gut, also morgen seht ihr ein Video von Chemnitz, gehe ich mal ganz stark davon aus. Macht's schön gut, einen schönen Abend und einen wunderschönen Start in die neue Woche wünsche ich euch allen. Tschüss!